Hi, heute geht es um Dinge, die ich aufgebraucht habe. Ich habe hier alles stehen und ich habe so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe heute nur die Drogerieprodukte für euch gesammelt. Alles, was ich so leer gemacht habe in der letzten Zeit. Die High-End-Produkte oder Dinge, die es nicht in der Drogerie gibt, habe ich noch hier liegen. Das heißt, ich kann euch dazu auch gerne noch ein Video abdrehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ich das tun soll. Ansonsten haue ich das einfach alles weg. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich habe zu manchen Sachen ein bisschen was zu erzählen. Andere Sachen können wir relativ schnell abfrühstücken. Da muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Ich beginne jetzt einfach mal mit Duschgel. Und zwar habe ich hier einmal das Balea Sun Dusche, After Sun Dusche leer gemacht. Ich rieche es traumhaft. Ich finde, es riecht traumhaft, wirklich. Ja, das würde ich immer wieder nachkaufen. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das ist so ein Sommerding. Das gibt es, glaube ich, auch nur im Sommer. Würde ich mir auf jeden Fall immer wiederholen, weil das einfach fantastisch riecht und ja, beim Duschen einfach eine Wohltat ist. Außerdem habe ich noch zwei andere leer gemacht. Einmal von Balea, die Regenbogendusche. Das ist das mit dem Einhornpferdchen da drauf. Hat mir eine Freundin mitgebracht, weil dieses Ding hier so schnell weg war im DM. Das kann man sich nicht vorstellen. Sie hat es mir mitgebracht. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Vor allen Dingen mein Sohn hat sich darüber gefreut. Ist halt so ein Kinderding irgendwie, ne? Ich habe damit auch geduscht und wollte es mal ausprobieren. Ich fand den Geruch jetzt nicht so umwerfend, dass ich es nachkaufen müsste. Ich glaube, da bezahlt man mehr so das Einhornpferdchen vorne drauf als alles andere. Also es ist jetzt für mich kein Nachkaufprodukt. Und von Isana das Hello Spring. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Das sind so 50 Cent Produkte. Kann man immer mal wieder nachkaufen, aber ich bin halt auch ein Freund davon, immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Deswegen wechsle ich mich da häufiger mal ab, außer die hier. Die habe ich schon 28 Mal nachgekauft oder so. Ebenfalls leer gegangen ist mal wieder mein Garnier Micellenreinigungswasser. Das ist das mit den zwei Phasen, das mit Öl, das ist mein Liebstes. Ich habe zuletzt auch mal eins leer gemacht. Wo ist denn das? Habe ich das gar nicht hier? Nee. Ich habe auch eins leer gemacht. Das ist so ein, dieses Rosane. Das mag ich aber nicht ganz so gerne. Das hatte ich noch im Schrank, habe es leer gemacht. Aber das hier ist so mein Favorit. Das benutze ich immer wieder. Nagellackentferner habe ich leer gemacht. Und zwar benutze ich immer die von Ebeline zum Beispiel, wo man so den Finger reinsteckt und drehen kann. Dann geht der Nagellack von alleine ab. Das sind so meine Liebsten. Aber für die Füße brauche ich natürlich so einen, ne? So einen richtigen flüssigen, den ich dann mit einem Wattepad einfach tränke und dann halt den Nagellack von den Füßen runterhole. Dafür hole ich den immer von Ebeline, den Nagellackentferner. Habt ihr gesehen, ne? Ja, kommen wir zu Zähnen. Ich habe heute mal aufgehoben. Meine ganze Zahnpasta habe ich diesmal aufgehoben. Und zwar diese hier. Das sind ist einmal von Sensodyne, zweimal von Sensodyne Pro Schmelz, diese hier. Die habe ich empfohlen bekommen von meiner Zahnärztin. Die hat gesagt, ich soll die verwenden. Habe ich auch getan. Ich mag die sehr gerne auch vom Geschmack her. Dann habe ich mal die günstige Variante gekauft von Sensodyne. Das ist jetzt hier mit Fluorid. Ich habe noch so eine rote davon. Das sind die billigen, die ganz unten liegen, sage ich mal. Die sind aber echt nicht so gut. Also die haben wir jetzt aufgebraucht, aber die würde ich auch nicht mehr nachkaufen. Ich finde, die schmecken auch nicht so toll. Und das hier ist die Lieblingszahnpasta von meinem Sohn. Das ist die Odolmed 3 Junior Zahn. Ja, kaufen wir auch immer wieder nach. Auch er probiert ganz gerne mal was Neues aus. Wir haben mal eine in Holland gekauft, als wir da im Urlaub waren. Die hat ihm besonders gut geschmeckt, aber die gibt es halt hier nicht, ne? Dann steigen wir immer wieder auf diese Odolmed 3 hier zurück. Dann habe ich auch mal eben schnell abgefrühstückt, natürlich Deo verbraucht. Mein liebstes Deo hier in diesen Sorten. Zweimal grün, einmal blau. Das ist das Rexona Maximum Protection. Das ist so eine Creme, die dreht man raus und dann kann man sich die auftragen. Das hält einen den ganzen Tag frisch, auch bei unnormalen Temperaturen, wie wir sie im Moment haben, sage ich mal. Deswegen, darauf kann ich mich immer verlassen. Deswegen kaufe ich das auch immer wieder nach. Jetzt mal was Interessanteres aus dem Beauty-Bereich. Zwei Mascaras habe ich leer gemacht. Einmal, also ich liebe die beide. Einmal ist das die L'Oreal False Lash False Lash Smetterling Sculpt. Schmetterling Sculpt Mascara, diese hier. Das ist die mit dem eigenartigen Bürstchen. Da haben viele von euch mir geschrieben, ah, du hast dies gezeigt und bei dir macht das so tolle Wimpern, aber ich komme damit nicht zurecht. Ich kriege die kaum noch auf, die ist schon total eingetrocknet. Naja, egal. Das ist auf jeden Fall die mit dem interessanten Bürstchen. Auf der einen Seite ist die glatt, da kann man seine Wasserlinie mit stempeln und die hat halt auf der anderen Seite dann nur die Bürstchen und damit kann man durch die Wimpern fahren und die gibt richtig satt, fett, schwarze Farbe ab und biegt die Wimpern und hält den ganzen Tag und ich liebe die einfach. Aber ich, wie gesagt, wenn ich sie empfehle, dann gibt es halt viele, die sie dann kaufen auf meine Empfehlung und dann sagen, ich komme aber nicht zurecht. Man muss mit dieser Mascara wirklich ein bisschen üben, damit man das mit dem Stempeln auch hinbekommt. Und ja, man muss sie halt mögen, ne? Ich bin dann immer traurig, wenn ich sie empfehle und ihr lauft los und kauft sie dann und schreibt mir dann, ich komme damit nicht klar. Dann bin ich immer so, oh bitte, üb noch ein bisschen, die ist echt toll. Ja, und die andere ist die Volume Million Lashes Fatal Mascara. Die habt ihr, glaube ich, gefühlt in 20 meiner Make-up-Tutorials schon gesehen. Auch die kriege ich kaum auf, ey. Die sind so ausgetrocknet schon. Die hat ganz kurze Gumminoppen.
Und damit bin ich auch sehr gut zurechtgekommen. Das ist auch so eine, die würde ich tatsächlich nochmal kaufen, obwohl ich im Moment die L'Oreal Intensa favorisiere. Die trage ich auch heute wieder. Zu diesem Make-up-Look kommt auch noch ein Tutorial. Ich trage heute übrigens ein T-Shirt von Trend It Up. Cool, oder? Cooler Spruch. Fand ich total toll, deswegen habe ich das heute mal angezogen. Das habe ich gewonnen bei Trend It Up. Das haben sie mir zugeschickt mit zwei, drei Lippenprodukten noch dazu. Das nur am Rande, das waren die Mascaras. Jetzt kommt ein Produkt für die Haare, da bin ich so zwiegespalten. Das ist von Elvital Total Repair, so ein Doppelelixier ohne Ausspülen steht da drin, mit Pro-Keratin und Glanzpflegeserum. Das habe ich mir ja aufgesprüht. Leichte Kennbarkeit, Schutz vor Haarbruch, SOS-Reparatur, kein Beschweren von und Reparatur von Spliss und so weiter. Mein Gott, mir ist so warm. Ja, das ist also, es ist wirklich leicht. Man merkt es nicht im Haar, es zieht schnell ein. Man kann wirklich die Haare danach schneller kämmen. Aber dieses Schutz vor Haarbruch, Pro-Keratin, also es hat jetzt, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass es meinem Haar jetzt wirklich viel gebracht hat. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so Produkte, das sprühe ich mir so ins Haar und denkst so, ja, jetzt guckst du mal, ob das auch was macht, aber irgendwie hat es nichts gemacht. Das war so weg und als hätte ich nichts benutzt, so ungefähr. Leichte Kennbarkeit, okay, aber nach dem Föhnen waren meine Haare wie vorher. Also da, das ist jetzt kein Nachkaufprodukt für mich, das würde ich jetzt nicht nochmal kaufen für meine Haare. Dann habe ich L'Oreal Man Expert, ja, das Lieblingsduschgel meines Mannes. 5 in 1, der liebt das einfach, muss ich immer wieder nachkaufen. Das ist die XL-Größe, damit man auch schön lange auskommt und schön aasen kann mit dem Zeug, ne? Also das hat er leer gemacht. Apropos Zähne, Odol M3, Mundwasserspülung haben wir leer gemacht. Die wollte ich euch zeigen, weil die wirklich sehr, sehr gut schmeckt. Also es gibt so Mundwasser, die nehme ich in den Mund und dann habe ich gleich das Gefühl, ich muss das sofort wieder ausspucken, weil es so brennt, es brennt so. Das ist bei dem nicht so. Das ist ein frischer Geschmack, den man auch wirklich so eine ganze Minute, wo man so mit spülen kann und so, ne? Ohne dass man jetzt Lippenbrennen bekommt oder sowas. Ohne Alkohol steht auch hier drauf. Das würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich für unterwegs einmal Wella Flex Haarspray leer gemacht. Ist halt ein Haarspray, ne? Aber das ist so für die Reise gewesen. Und dann habe ich, oh ja, darüber wollte ich noch ein bisschen was erzählen, von Revitalift Filler HA L'Oréal Paris eine Nachtcreme leer gemacht. Die ist immer noch so schwer, das fühlt sich an, als wäre da noch was drin, aber das ist halt schweres Glas und sie ist tatsächlich leer. Die habe ich so richtig rausgekratzt. Immer mal wieder, also ich benutze ja eigentlich Öl über die Nacht, aber immer mal wieder habe ich das hier auch wieder rausgekramt und habe mich damit eingecremt und ich muss gestehen, mein Mann benutzt die auch. Deswegen ist die relativ schnell leer gegangen. Wir haben, glaube ich, sogar noch. Haben wir noch eine davon? Weiß ich jetzt gar nicht. Sonst müssen wir sie nachkaufen. Also mein Mann mag die auch total gerne. Das ist so. Das riecht gut, das cremt man so ein und ich massiere das dann immer noch so ein bisschen in die Haut ein und die Haut schlürft es so weg und fühlt sich dann auch wirklich am nächsten Morgen noch eingecremt und so prall an. Also das ist so ein Produkt, was ich richtig, richtig gut finde und was ich auch auf jeden Fall für uns wieder nachkaufe. Also nicht nur für mich, sondern auch für meinen Mann. So, zweimal Trockenshampoo ist leer gegangen. Das ist das Batiste-Trockenshampoo, gibt es auch im DM. Beide okay. Vom Duft her, ich kann da immer nicht so viel zu sagen. Also das eine ist hier Fruit and Cheeky Cherry, das andere ist Vibrant and Alluring Marrakesh. Ich muss sagen, wenn ich mir das in die Haare sprühe, ich rieche dann Trockenshampoo. Ich kann da nicht so große Unterschiede feststellen. Vielleicht das ein bisschen fruchtiger, das ja. Beide auf jeden Fall nicht schlecht. Würde ich auch wieder nachkaufen. Ich habe im Moment eins in Verwendung, das hat ein Schweinegeld gekostet. Das habe ich in der Parfümerie mitgenommen und das sollte nach Kokos riechen, aber das riecht gar nicht so nach Kokos und doch, also es riecht schon nach Kokos, ganz gut eigentlich, aber das ist auch bald alles von Lee Stafford. Kauft das bloß nicht. Also das ist auch nicht anders als andere Trockenshampoos. Da kann ich auch die aus der Drogerie kaufen. Also das nur mal so by the way. Jetzt habe ich noch drei schöne Produkte, über die ich auch ein bisschen sprechen möchte. Über das erste noch nicht so. Das ist die Essence I Love Extreme Mascara. Ich habe damals gesagt, das ist ein ganz gutes Dupe, zumindest vom Bürstchen her und von der vielen Farbe, die es abgibt, zu der Chanel Le Volume Mascara. Finde ich immer noch, aber das ist, man merkt eben, dass das die günstige Version ist, ne? Chanel 30 Euro, das hier 2,45 Euro, merkt man natürlich schon. Ja, ich mag die trotzdem ganz gerne zwischendurch mal. Ich versiegel die ganz gerne mit einer wasserfesten Mascara noch, also zumindest die Spitzen, damit es oben nicht abdrückt, sich abdrückt. Und dafür ist die echt in Ordnung. Also ich mag die ganz gerne, die I Love Extreme, aber die in Pink. Da finde ich das Bürstchen besser. Es gibt die auch noch in Blau und in Schwarz, glaube ich.
Habe ich auch mal gehabt, mochte ich nicht so gerne wie die hier. Jetzt habe ich ein Produkt, das habe ich mir mal gekauft, um es mitzunehmen in den Urlaub. Und zwar ist das ein Haaröl, das habe ich auch entdeckt bei DM. Das ist von Hask Arganöl aus Marokko, Repairing Shine Hair Öl. Und das fand ich richtig gut. Also ich war überrascht. Ich habe mir dieses kleine, das ist ja wie so ein kleines Reagenzglas, da ist hier oben so ein Pinoppel, das kann man so aufploppen. Und da muss man halt vorsichtig sein, dass man nur so zwei, drei Tröpfchen entnimmt von dem Produkt. Das ist ein etwas dickeres Öl. Das habe ich mir halt in die Hände gegeben und verrieben und bin dann unten so durch meine Spitzen, habe das so eingearbeitet und dann auch nochmal so durch die Längen gefahren. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil das hat die Haare so ein bisschen versiegelt und es hat für Glanz gesorgt. Und ja, also ich habe mir das jetzt für die Reise tatsächlich nochmal nachgekauft. Das steht im Schrank, das nehme ich auf die nächste Reise wieder mit, weil das hier ist ja leer. Und ich finde es richtig toll. Es gibt noch eine andere Variante davon, aber die hier mag ich lieber. Die andere Variante habe ich mal bei einer Freundin getestet. Aber irgendwie, irgendwas war da anders. Also die hier mochte ich auf jeden Fall lieber. Und dann kommen wir zum letzten Produkt. Die Kokostraummaske von Schäbens. Die habe ich gekauft in meinem Rossmann-Haul, wo ich mit Mama shoppen war. Dieser Live-Haul habt ihr bestimmt gesehen. Und da habe ich sie gesucht. Erst war sie nicht da, dann haben sie sie aber doch noch eingeräumt. Hupsa, was fällt da um? Ich habe mich gerade erschreckt, ich dachte, da ist wieder eine Wespe oder so. Ja, auf jeden Fall konnte ich sie kaufen und das sind eigentlich zwei Teile. Ich habe die jetzt einmal verwendet. Was ich nicht wusste, also erstmal ist es eine Kokosmaske. Sie riecht auch nach Kokos, aber jetzt nicht so übertrieben stark und auch nicht so super dolle nach Kokos, finde ich. Sie riecht auch so ein bisschen frisch dabei. Sie ist weiß und hat kleine braune Peelingpartikel enthalten. Das hatte ich vorher nicht gesehen. Das steht natürlich hinten drauf. Shabens Kokostraummaske vegan. Natürlich sanftes Peeling, verwöhnt und pflegt zart. Tropisches Fruchterlebnis. Das stimmt wirklich. Ich habe mir diese Maske also auf das Gesicht aufgetragen und beim Auftragen habe ich schon diese Peelingkörnchen gemerkt. Fand ich ganz angenehm. Dann habe ich, hier steht drauf, irgendwie 12 Minuten oder 10 Minuten einwirken lassen. Ich habe die so 12, 15 Minuten drauf gehabt, weil ich rumgelaufen bin, was anderes gemacht habe. Und danach habe ich sie halt mit ein bisschen Wasser nochmal so aufgeschäumt, habe dann das Peeling genutzt und habe sie abgewaschen. Die Haut war danach weich und ich kann nichts Negatives über diese Maske sagen. Jetzt bin ich aber auch kein Maskenexperte. Ich benutze super selten Masken, wirklich super selten. Ich mag es irgendwie nicht so gern auf der Haut. Diese Tuchmasken gehen mir total auf den Senkel, weil die fallen ja runter, wenn ich dann was mache dabei. Ich muss das immer auftragen und dann laufe ich rum und mache irgendwas im Haushalt oder so. Und am liebsten mag ich Peelingmasken, die ich dann so abziehen kann. Das mag ich total gerne. Dieses Abziehen finde ich toll. Aber ich habe ehrlich gesagt noch bei keiner Maske, außer bei der von Kiehl's, diese Rare Earth Dingsbums Pore Cleansing, die hat wirklich was mit den Poren gemacht. Aber so bei normalen Masken habe ich jetzt noch nie, auch nicht bei der Tuchmaske von Garnier, von dieser super saftigen Hydro, bla bla bla, kostet 5 € oder so. Die habe ich mir aufs Gesicht gelegt und habe mich dann echt mal gezwungen, 10 Minuten so liegen zu bleiben, damit es da einwirken kann. Die Haut fühlt sich danach gut an. Aber am nächsten Morgen, ich mache das meistens abends, am nächsten Morgen. Es ist so, als hätte ich keine Maske benutzt. Ich will denen nicht die Wirkung absprechen, diesen Masken. Aber ich persönlich bin auch genau deshalb nicht so ein Fan davon. Weil ich halt das Gefühl habe, das macht nicht so viel mit meiner Haut. Was mache ich denn falsch? Vielleicht habt ihr da Tipps für mich und vielleicht muss ich das irgendwie anders in den Tag einbauen oder sowas. Keine Ahnung. Ja gut, das war's schon jetzt mit meinem aufgebrauchten Zeug hier. Ich habe euch jetzt alles gezeigt. Ich hau das jetzt gleich alles in die Tüte und bringe das raus in den Mülleimer. Da freue ich mich schon drauf. Endlich ist der Müll weg. Und sagt mir gerne nochmal, ob ihr die High-End-Version, also alle Produkte, die man nicht in der Drogerie kaufen kann, auch gerne sehen möchtet. Die Tüte, wie gesagt, die steht da. Und dann drehe ich das auch in der nächsten Zeit mal für euch ab. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!